Das scheint zu funktionieren. Das ist gut. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Cities Skylines Tunable. Und das Problem ist, also ich hatte technische Schwierigkeiten. Und zwar der letzte Spielstand, den ich abgespeichert habe im Cloud Save, war leider korrupt. Das kann mit einem Zusammenspiel von einigen der Mods zusammenhängen. Und egal was ich versucht habe, ich habe versucht mit verschiedenen Mod-Konfigurationen das Spiel, also den Spielstand zu laden, und es hat alles nicht funktioniert. Alles, was ich bekommen habe, war ein blauer Bildschirm. Und darum habe ich jetzt einen früheren Spielstand geladen. Ich habe versucht, das, was ich in den letzten zwei Folgen gemacht habe, hier zu wiederholen. Er hat schon wieder die beiden Industriegebiete gelöscht und diesen Park hier. Das heißt, Park habe ich jetzt nochmal umbenannt in den Park des dritten Versuchs. Und ich weiß auch nicht mehr, wie genau ich das Ölgebiet und das Holzgebiet genannt habe. Ich habe hier den Bahnhof neu hingebaut und dieses Wohngebiet, ich wusste nicht mehr genau, wie ich das genannt habe. Ich glaube, noch einer von den Straßen, die drin waren. Die Straßen hier heißen anders. Also ist alles etwas komisch, alles etwas anders. Ich glaube, der Bahnhof hat eine andere Ausrichtung als vorher. Aber es scheint, ich habe die Verkehrsprobleme mit den Zügen trotzdem lösen können. Das Ölgebiet ist auch schon eine Stufe aufgestiegen. Ich weiß nicht, ob ich hier... Wir brauchen mehr Studenten und mehr akademische Werte. Werke, das können wir machen. Wie machen wir das? Okay, das ist Jahrbericht. Okay, Richtlinien, akademische Werke, noch eins in Auftrag geben. Gut, und soweit sind wir. Was wir nun auch machen können mittlerweile, da wir jetzt an der Hauptstadt sind, ist, wir können hier einen Hafen hinbauen, und aus dem Steam Workshop habe ich mir die St. Pauli Landungsbrücken runtergeladen, weil ist ein norddeutscher Hafen, ist nicht wirklich nordfriesisch, aber wird genügen und sieht schick aus. Die Frage ist bloß, wo baue ich den hin? Also ich müsste vielleicht hier alles ein bisschen abreißen. Hier direkt unter der Bahnstrecke wird es nicht gehen. Aber hier irgendwie, damit wir hier mit der Linie irgendwie zusammenkommen, weil dann kommen auch Touristen hier an in dem Hafen. Und diese verwaisten Hotels, die wir hier ein bisschen noch haben. Da keine Kunden. Und hier, die beiden sind schon ausgezogen, weil das denen zu lahmarschig ist. Die würden dann besser funktionieren. Ich würde sagen, hier am Badedeich können wir hier diese ganzen Lokale vielleicht abreißen. Und die Piers hier, die legen wir hier hin. Übrigens, Entschuldigung, mit der Hintergrund-Tonqualität. Ich habe vergessen, bevor ich das Spiel angemacht habe, auf die andere Soundkarte zu legen, dass ich mit Kopfhörern hier sitze. Und das Problem ist, dass ich jetzt schon die letzten zwei Folgen wieder nachgespielt habe. Und wenn ich jetzt das Spiel nochmal zumache und wieder aufmache, ist die Frage, ob ich dann überhaupt noch wieder in den Spielstand reinkommen würde, wenn ich jetzt nochmal abspeichere, oder ob der dann auch korrupt ist. Das ist schwieriger, als ich gedacht habe. Gebäude müssen in einem Parkgebiet oder an der Straße platziert sein. Das heißt, wir müssen brauchen die Straße brauchen wir zuerst. Ach so, das sind aus einem Parkgebiet sind das welche. Dann reißen wir die einfach ab. Die sind nicht so teuer, da können wir einfach neue bauen. So, und dann müssen wir hier den Badedeich keine Routenverbindung. Warum ist keine Routenverbindung nötig? Oh, scheiße, weil die Fährverbindung da durchgeht. Das ist natürlich kacke. Wie machen wir das denn jetzt? Dann müssen wir den nehmen.
Und hier hinlegen. Und den hier eigentlich auch, ne, das Depot. Machen wir das. Ja, müssen wir die tatsächlich hier hinlegen erstmal. Also hier ist auch noch Platz. Legen die hier hin, machen wir zu den anderen fertig. So, und das Schifffahrtsmuseum können wir hier bestimmt auch irgendwo noch reinquetschen. Nee, können wir nicht. Na gut, dann erstmal hier können wir dann ja noch eine Straße hinbauen. Und das. So. Goodie. Aha. So. Die haben alle Straßenverbindungen, das ist gut. Das soll so nicht. Warte mal. Wo war das? Hier war das, ne? Straßen, ja. Badedeich geht hier einmal durch. So. So, und jetzt brauchen wir das Depot, muss hier auch noch hin. Goodie. Die Grünkohlstraße. Okay. Müssen wir gucken, können wir das verbinden? Ja, können wir. Gut, 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 gut. So, das sieht doch gar nicht so schlecht aus jetzt. So, und dann können wir das Schiffsmuseum, können wir dann gleich wieder nehmen. Sagen wir mal hier hinstellen. Und dann brauchen wir hier für die Fähren. So. Okay. Warum? Ah. Okay. Warum kann ich das nicht hier hinziehen? Aha. Warum geht das nicht? Don't get it. Ha. Muss ich jetzt wirklich alle Fährlinien löschen, damit das wieder funktioniert? Muss ich scheinbar. Okay, dann gehen wir halt hier rein und löschen die Fährlinien. Wo sind die Fähren? Hier. Küstenfähre. Okay, ist nur eine. Haltestellen 8, okay, das kriege ich noch hin. Gut, dann schauen wir mal.
Einmal hin, einmal zurück. Okay, so viel dazu. Jetzt brauchen wir unsere Landungsbrücken. Wo sind sie hier? So, das können wir jetzt. Keine Routenverbindung möglich. Warum nicht? Das verstehe ich nicht. So, mal gucken. Muss doch möglich sein hier. Ach, da doch nicht. Oh, siehste, geht doch. So. So. Da haben wir jetzt unsere Landungsbrücken. Und da können jetzt Fährschiffe anlanden. So, und das ist natürlich nicht der Hüholmer Weg, das ist auch der Badedeich. Das müssen wir noch ändern. Ja. Gut. Sehr schön. Und jetzt können wir hier wieder unsere touristischen Läden reinbauen und vielleicht zwei oder drei Bäumchen hier noch setzen, damit das ein bisschen schicker aussieht. So. Gut. Wollen wir mal gucken. Wollen wir mal gucken. Wollen wir mal gucken. So. Hier ist auch direkt gleich ein U-Bahnhof. Das wäre zwar vielleicht noch praktischer, wenn er direkt beim Hafen hier wäre, aber man kann nicht alles haben. Haben wir hier auch, wollen wir hier vielleicht so ein Vergnügungsgebiet reinbauen? Hier in das, dann können wir hier so Casinos und so machen für die Touristen. Damit hätten wir dann wahrscheinlich schon wieder zu viele kommerzielle Gebiete. Aber bauen wir halt ein neues Wohngebiet irgendwo. So. Wir haben ja jetzt wieder Sönnebüll. Okay. Ich glaube, den Namen haben wir auch schon mal irgendwo. Dann nennen wir das. Dass die St. Pauli Landungsbrücken sind, dann können wir das ja auch gleich nach St. Pauli St. Petri nennen. Und das hier nennen wir St. Petri Landungsbrücken. Fertig. So. Und hier bauen wir dann Läden rein und vielleicht können Sie hier noch ein schicker Park so mittig, mittiger Park in der Mitte oder haben wir hier sogar irgendwas? Oh, wir haben noch diese ganzen Festivalgebiete. Das passt hier natürlich wie Arsch auf Eimer, hätte ich beinahe gesagt. Vielleicht sollten wir die Windkraftwerke relokieren. Wie sagt man, woanders hin tun und dann natürlich ans Stromnetz anschließen, sonst haben die ja überhaupt gar keinen Sinn. So, zack, bumm. Und dann können wir hier hoffentlich das Festivalgelände reinbauen. Ja, yeah. St. Petri Festivalgelände.
Festivalgelände, den Musikclub, den können wir hier schön zentral irgendwo. Zack. Und hier haben wir Rundfunkgebäude. Das ist der Inselfunk oder so, keine Ahnung. Zack. Das ist Turnable FM. Fertig. Turnable. Mehrere Probleme, ja, kein Strom, kein Wasser. Das ist manchmal so bei Gebäuden, die gerade frisch gebaut sind. Da muss man dann was tun. So, stehen noch diese Windmühlen da direkt in der Nähe. Warum verbinden wir die nicht? Fertig. So, und dann haben wir das, dann haben wir das, dann brauchen wir hier noch einen Fanpark. Der ist abseits des eigentlichen, was stand da noch? Wer keinen Zugang mehr zum Festivalgelände bekommt oder das Konzert lieber aus größerer Entfernung erleben möchte, kann den Bandauftritt vom Fanpark aus verfolgen. Dieser Park verfügt über einen großen Videobildschirm und erhöht die Erfolgschance sämtlicher Konzerte um 5%. Das heißt, wenn wir das hier in dieses Gebiet irgendwo reintun würden, zum Beispiel hier, das wäre, glaube ich, von Vorteil. Ach, guck mal, das Gebäude hat eh zu wenig Kunden, dann bauen wir das dahin, haben wir zwei Fliegen mit einer Klappe zwischen den Hotels. Können dann die Leute feiern, siehst du. Und was haben wir hier? Nightclub Happy Hamster, Paleo Pizzeria, Space Bowling, Einkaufen bis zum Umfallen, Outlet Store, Spectacular Bowling, zwei Bowlingbahnen, Kitty Cat Café, okay. Best Sir Jim, viel Kauf. Nochmal Space Bowling. Dritte Bowlingbahn hier. Pampering Beauty Salon. Fresh Meatballs und noch eine Bowlingbahn. Okay. Sind das auch genug Bowlingbahnen? Ich bin mir nicht sicher. Gut, dann brauchen wir, wie gesagt, ach, das ist zu groß. Einen kleinen Park hier irgendwie. Ich meine, ich mag ja immer diese japanischen Gärten reinbauen, alleine weil die klein sind und die Leute sehr zufrieden machen. Aber hier so ein Hundepark mitten in der Gegend, wo keiner wohnt, macht, glaube ich, wenig Sinn. Was ist das hier? Tropengarten. Tropengarten klingt gut. Das ist für Touristen prima. Und was ist das hier? Anglerinsel. Die, ob das so viel Sinn macht, hier weiß ich zwar nicht, aber machen wir hier mal. Das ist hier ein bisschen. Uiuiui. Da kommt das erste Boot an. Machen wir gleich ein Bild von. Können wir dann als Thumbnail benutzen hier. Sehr gut. Vielleicht noch mal ein bisschen näher ran hier. Oder hier vielleicht Aussicht von. Das ist gut. Das ist vielleicht prima. Thumbnail. Sehr gut. Gefällt mir. So. Anackerstraße, Seitenrampe. Okay. So. Ja, je, wir fährt hier mitten durch die Anglerinsel. Vielleicht sollten wir die Anglerinsel doch woanders hinlegen. Hier zum Beispiel. Nee. Hier. Hier ist gut. Okay, also ich denke mal hier, Fahretoft ist mittlerweile, sieht mittlerweile ziemlich gut aus. Wir brauchen hier noch für dieses Wohngebiet einen eigenen Distrikt.
Wenn ich noch wüsste, wie das hieß in dem anderen Spielstand. Ich meine, ich könnte ja einfach ins Video gucken, ne? Das wäre eine Möglichkeit, aber Lütjenholm, naja, meinetwegen. Ist das halt Lütjenholm? Hatten wir für den Distrikt irgendwas festgelegt, einen voreingestellten Stil? Oder wollten wir da ein Niedrigenergiehäuser draus machen oder so? Machen wir einfach mal. Mit dem Effekt, dass plötzlich alles abgerissen wird hier. Aber das ist dann halt so. Ich habe aber keinen Zweifel daran, dass das gleich wieder voll wird, weil. Eieiei, hier ist ein bisschen Problem mit Toten, die nicht abgeholt werden. Was können wir da machen? Touristen. Achso, das ist ein Touristengebäude. Können wir hier so ein Krematorium relativ mittig reinbauen? Hier zum Beispiel, wie wäre das? Ist kein Platz, okay, aber hier können wir das hinbauen. Zack. So, das sollte eigentlich jetzt dafür sorgen, dass sie abgeholt werden. Hoffentlich. So macht man das ja eigentlich nicht, weil das ist direkt jetzt an der Hauptstraße, aber. Und hier unten brauchen wir eine Polizei. Am Zopp. Ja. Mal zumindest, das hat sich erledigt jetzt. Das ist schon mal gut. Hier aus. Was immer noch am akademische Werke herausbekommen und eine Güte, hier geht es ganz schön zu. Auch hier könnten wir noch ein paar Bäume hin tun. Hier ist ein ganz schöner Verkehr jetzt, wa? Vielleicht sollten wir das zu einer Einbahnstraße machen. Das geht sowieso. Der meiste Verkehr geht hier in die Richtung. Machen wir hier mal eine. Oh, das ist genau die falsche Richtung. So, jetzt. Jetzt ist gut, ja. Ach so, das ist der Verkehr von der Autobahn, der hier runterkommt. Okay. Okay. Dafür sieht das eigentlich gar nicht so schlecht aus. Und dafür, dass hier halt der Hafen ist, wo alle hinwollen. Vielleicht sollten wir hier noch eine U-Bahn-Haltestelle hinbauen, direkt am Hafen. Vielleicht wäre das eine gute Idee. Zack. Haben wir hier irgendwelche U-Bahnhöfe bei den U-Bahn? Unterirdischer kleiner U-Bahnhof mit zwei Ebenen. Wo? Gebäude muss neben der Straße.
Unterirdischer großer mit zwei Ebenen. Erhöhter kleiner U-Bahnhof mit zwei Ebenen. Wie wär's denn hiermit? Passt alles nicht hin. Ich würde ja gern die neuen U-Bahnhöfe einbauen, aber es passt alles nicht hin. Muss ich wieder so einnehmen hier. Kann ich nicht direkt neben den Hafen bauen, ne? Nee. Müsste ich dann hier, aber vielleicht hilft das dann auch mit dem Verkehr für. Oder geht das hier? Hier ginge. Hier ginge. Müssen wir eins von denen abreißen. Ist dann halt so. So. So ist das. Sieht doch gut aus. Und jetzt müssen wir natürlich noch die U-Bahn-Linien hier irgendwie anbinden. Wie machen wir das? Wir greifen uns hier einfach. Und ziehen die hier rein. So. Das sollte eigentlich alles soweit erledigen und hoffentlich den Verkehr ein bisschen entspannen. So, jede Menge Laster hier wieder, aber gut, die wollen halt hier hin, ne? Ob hier der Güterbahnhof, naja, gut, ich meine, der Güterbahnhof beliefert hier die Hotels. Insofern muss er da schon sein. Müssen wir dann halt so machen. Ja. Nee, je. Oh, hier oben ist Verbrechen. Umweltverbrechen wahrscheinlich in der Entsorgungsanlage. Müssen wir jetzt eine Polizei direkt in die Entsorgungsanlage tun? Ich meine, wir könnten die Straßen hier auch verbinden. Dann wäre die Polizei. Wo haben wir Polizeien hier? Haben wir irgendwo eine Polizei? Da sind welche. Also hier ist gar keiner. Also wenn wir hier das verbinden, könnten wir da eine Polizei ranbauen. Und dann hätten wir zwei Fliegen wieder mit einer Klappe geschlagen. Ich hätte gerne, genau. Ja, wenn wir das hierhin müssen wir nur ein Haus abreißen dafür. Jetzt haben wir doch zwei Häuser abgerissen. Naja. Upsi dupsi. Okay. So. Okay. Wo bauen wir die Polizei jetzt hin? Welche Polizei nehmen wir? Wir nehmen die Medium-Polizei. Zack. So, siehst du, gleich sind alle etwas fröhlicher, weil ich eine Polizei hingebaut habe. Ob das so wie im richtigen Leben funktioniert, sei dahingestellt heutzutage. Aber ja, ich meine, wir sollen das zur Vorfahrtsstraße machen. Zur Vorfahrtsstraße. Zur Vorfahrtstraße. Vorfahrt gewähren. So, zack. Stoppschild. Vorfahrt gewähren reicht, glaube ich. So. Okay.
Sehr schön. Und wir machen wieder Plus. Sehr gut. Das hat sich alles ein bisschen eingelaufen jetzt hier. Wunderbar, dann würde ich sagen, das war's für heute. Und ich nehme dann jetzt einfach so lange Folgen auf, bis ich keine Lust mehr habe und speichere dann ab und dann gucken wir mal, ob das dann wieder funktioniert das nächste Mal. Aber ich werde jetzt nach jeder Folge abspeichern und es müsste doch mit dem Teufel zugehen, wenn nicht einer von den Spielständen dann tatsächlich auch noch funktionieren würde. Also bis zum nächsten Mal, like das Video und all der Kram. Und bis dann!